Sie haben im vorigen Video erfahren, wie Sie vorgehen können, um Ihre Maßnahmen zu planen und welche Methoden dabei unterstützen. Hier folgen noch ein paar einfache Tipps und Tricks zu diesen Methoden. Wenn Sie Ziele für Ihre Maßnahmen überlegen, denken Sie daran, was durch diese Maßnahmen verändert werden kann. Was kann mit Hilfe dieser Maßnahmen bei Ihnen in der Organisation erreicht werden? Was gibt es nach der Umsetzung, das derzeit noch nicht vorhanden ist? Das Ziel ist das wesentliche Argument dafür, warum eine Maßnahme sinnvoll und notwendig ist. Nachdem Sie das Ziel so einer Maßnahme festgelegt haben, überlegen Sie sich, welche Personen oder Abteilungen, Gruppen von Personen, etwas mit dieser Maßnahme zu tun haben. Wer ist involviert oder betroffen, wenn so eine Maßnahme umgesetzt werden soll? Das haben Sie in der Projektumfeldanalyse schon gelernt. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie eine Umfeldanalyse Schritt für Schritt auf Papier erstellen können. Dazu nehmen wir das Beispiel eines Gesundheitsabends, den Sie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen durchführen möchten. Zuerst sammeln Sie alle Personen, Abteilungen, Personengruppen, die Ihnen in Zusammenhang mit dieser Maßnahme einfallen. Fragen Sie sich, wer mit der Maßnahme etwas zu tun hat, wer Sie dabei unterstützen kann oder Sie sogar an der Maßnahmenumsetzung hindern könnte. Sie haben gelernt, dass Ihnen der Projektstrukturplan dabei hilft, eine klare Struktur in Ihren Arbeitsschritten und Aufgaben zu bringen. Ich zeige Ihnen nun eine tolle Möglichkeit, wie man einen Projektstrukturplan schnell und flexibel erstellen kann, nämlich mit Hilfe von Post-its. Wählen Sie 2 bis 3 verschiedene Farben von Post-its aus. Sammeln Sie alle Aufgaben, die Ihnen spontan einfallen, und schreiben Sie jede Aufgabe jeweils auf ein Post-it. Mit diesem Plan haben Sie das beste Rüstzeug für ein erfolgreiches Vorhaben und Sie können damit starten, Ihre Maßnahmen Schritt für Schritt anhand der formulierten Arbeitspakete durchzuführen. Alles Gute dafür!